Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Ostgoldbox von Gotche Front. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ostgold von Gotche Front. Das Ganze am 3. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Ja, es ist, wie wir auf den ersten Blick erkennen können, eine goldene Box. Das Ganze in Goldbarrenoptik. Wir werden mal die Folie abmachen und uns das Ganze dann im Detail ansehen. Einmal hier seitlich aufschneiden. Und dann schauen wir uns das Ganze an. So, wir haben hier auf der Folie einen Sticker mit einem Barcode drauf. Den brauchen wir nicht mehr. Und so sieht das Ganze dann aus. Also wie gesagt, in Goldbarrenoptik. Wir lesen hier auf der Oberseite Ostgold. Dann lesen wir hier Gotche Front. Rechts gibt es nichts zu lesen. Allerdings wurde hier nummeriert. 0613, also 613. Die Box ist auf 3333 Stück limitiert. Meine Box in diesem Fall 613. Und von allen Seiten hier eben in Gold. Hier lesen wir auch wieder Gotche Front. Und auf der Unterseite, das ist speziell, wurde das Ganze signiert. Jawohl, wir haben hier die vier Unterschriften von Christian, Tom, Pascal und Maximilian. Dann schauen wir uns das Ganze an. Geht hier auf, also der Deckel ist abnehmbar. Auch von innen alles in strahlendem Gold. Und wir kommen zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Echtheitszertifikat. Dann haben wir das Album an sich. Ein Buch ist mit dabei. Dann haben wir ein Feuerzeug. Einen Flaschenöffner. Ein kleines Heftchen. Und was haben wir hier noch? Das dürfte ein Poster sein. Von innen auch wieder alles in Gold. Also rein so von der Optik echt heftig. Kann man sich auf jeden Fall ins Regal oder auf den Schreibtisch sonst wohin platzieren. Macht auf jeden Fall was her. Packen wir mal zur Seite. Und nachdem hier diverse Sachen noch in Folie sind, werden wir die hier mal rausholen. So, als erstes haben wir das Album. Dann haben wir den Flaschenöffner. Gar nicht so leicht, aber dafür haben wir das Messer. Und natürlich das Buch. So. Gut, dann packen wir mal alles zur Seite und starten wie immer mit dem Album an sich. So, das Album hat hier auf der Folie noch einen Sticker drauf. Und zwar haben wir hier die Tourdaten zur Ostgold-Tour 2020. Also wenn ihr Gotche Front live sehen möchtet, ich sehe gerade, der letzte Tourstopp ist sogar in Wien, dann kann man das hier an diesen Tagen machen. Wir machen die Folie mal ab und schauen uns das Ganze an. Wir haben hier ein Digipack. Das Cover besteht aus einer weißen Wand. Dann lesen wir hier oben Ostgold. Dann dieses Logo und darunter Gotche Front. Und im Hintergrund, man sieht es nicht allzu deutlich, haben wir dann noch einen Totenkopf abgebildet, der ja auch hier in meinem Schriftzug im O von Front abgebildet ist. Auf der Seite lesen wir nichts. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben 15 Stück an der Zahl.
Auf diesen 15 Tracks haben wir zweimal Features von Maschine, nämlich auf Track 14 und Track 15. Und dann haben wir CD2 Gotche Front Tribut. Was bedeutet das? Wir haben hier 6 Tracks der Band, die von anderen Interpreten bzw. anderen Bands gecovert wurden. Wir haben hier unter anderem Cover von Local Bastards oder auch von Stunde 0. Dann haben wir hier die Beteiligten plus einen Barcode, insgesamt also 21 Tracks. Und dann schauen wir uns das Digipack mal an. Es ist übrigens das 5. Album der Band. Wir kommen zur ersten Stecktasche, hier ist das Booklet. So, jawohl, das sieht schon mal gut aus. Wir haben hier die Lyrics zu den einzelnen Tracks. Sehr schön. So stelle ich mir das vor. Also auch hier wieder alles in dieser weißen Ziegelwandoptik und dann die Schrift Gold und Schwarz. Jede Menge Text. Und zum Abschluss, also kein einziges Foto hier in diesem Booklet, sehr textlastig. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch die Credits zum Album. Jawohl. So, dann packen wir das Booklet wieder zurück. Wir kommen zur Album-CD. CD1 in diesem Fall, das ist die hier. Sieht so aus. Auf der Rückseite wieder die weiße Ziegelwand. Und dann haben wir die CD2 mit den 6 Bonustracks, mit diesen 6 Coverversionen. So, soweit zum Album. Ah ja, hier lesen wir dann noch Rock and Roll, also Rock and Roll. Das geben wir zur Seite. Dann schauen wir uns mal das Büchlein an. Wir haben hier ein Buch im Querformat. Gotche Front 1988 bis 2019. Ja, die Band wurde natürlich nicht 1988 gegründet, meines Wissens so 2008, 2009, wenn ich mich nicht täusche. Aber wir werden dann mal schauen, warum hier 1988 steht. Denn ich glaube, hier erwarten uns einige Fotos. Jawohl. Und genau darum geht es. Wir haben hier auch Kindheitsfotos. Daher auch das frühe Jahr hier, 1988. Wir haben hier Bocky. Dann haben wir hier diverse Fotos aus jüngeren Tagen und aus älteren Tagen. Dann haben wir Ulze. Ja, ich glaube, so eine Autorennbahn, so eine Karrierebahn hatte so ziemlich jeder Junge mal. TT. Ja, als Kind hier irgendwie noch mit deutlich stärkeren Sommersprossen. Die sind dann irgendwie im Laufe der Zeit etwas verloren gegangen. Dann quer durchgemischt Fotos von allen. Dann haben wir hier Fotos von Maxi. Ja, früh übt sich. In jungen Jahren schon an der Bierflasche und scheinbar an der Bong. Weitere Fotos. Ja, also hier kann man dann in Erinnerungen schwelgen und die Kindheit bzw. die ersten Karrierejahre Revue passieren lassen. Hier gibt es echt einiges zu sehen. Fotos von Auftritten, Fotos von irgendwelchen Backstage-Momenten. Dann haben wir hier Bandshooting. Das dürfte wohl zum letzten Album gewesen sein, Deines Glückes Schmied. Jawohl. Dann wieder Live-Auftritte. Ja, also ihr seht schon, ein sehr gut gefülltes Buch. Das, was im Booklet an Fotos gefehlt hat, hat man hier alles wieder reingepackt. So sieht das aus. Ein schönes Buch im Querformat. Selten aber doch, ab und zu wird es gemacht, wir haben hier ein Zertifikat. Das gefällt mir gut. Echtheitszertifikat, da drüber lesen wir DOR. Das ist das Label von Gotche Front, nennt sich Der Osten rockt. Gotche Front Ostgold.
Dieses exklusive Boxset enthält Limited Digipack plus Bonus-CD, Fotobuch, Feuerzeug, Flaschenöffner, Zertifikat, Poster, Sticker. Dies zertifiziert, dass das Boxset eine offiziell limitierte Edition ist, exklusiv präsentiert von DOR. Jawohl, also dieses Zertifikat sollte jeder Boxkäufer in seiner Box vorfinden. Das trifft allerdings nicht auf den letzten Inhalt zu, denn der Sticker, soweit ich weiß, den gibt es nicht, da ist irgendwie etwas schief gegangen. Also nicht wundern, ihr seid nicht die Einzigen, bei denen es der Sticker fehlt. Der fehlt auch, wie ihr sehen könnt, oder wie ihr nicht sehen könnt, bei mir. Wir machen weiter mit dem Flaschenöffner. Der kommt auch hier wieder in feinster Goldbahnoptik. Sieht so aus. Wir lesen hier, ist leider echt schwer zu lesen, weil es so stark reflektiert. 999,9 Fine Gold, Netto Weight 200 Gramm. Und dann haben wir hier unten noch eine Seriennummer. So, ich glaube, das ist selbsterklärend. Wir haben hier einen Flaschenöffner und dieser hängt an einem Schlüsselanhänger. Also man kann das Ganze dann mit Hilfe dieses Schlüsselrings anbringen. Und dann hat man hier immer wunderbar einen Goldbarren inklusive Flaschenöffner zur Hand, der auch noch an der Seite gebrandet ist. Auf der einen Seite. Jawohl. Dann haben wir einen zweiten Goldbarren mit dabei. Auch hier lesen wir wieder Gold 999,9. So sieht das aus. Auf der Unterseite, auf der Rückseite auch wieder mit Gold-Chiffon-Schriftzug gebrandet. Hier unten haben wir dann eine Öffnung. Und zwar ist das hier ein... okay, geht schon. Ein Feuerzeug. Jawohl, man sieht jetzt, ja, ein Sturmfeuerzeug. Also, das ist überraschenderweise sogar gefüllt. Ist ja oftmals, dass man irgendwelche Zippos oder so bekommt, die nicht gefüllt sind. Aber bei diesem hier hat es geklappt. Man hat das Ganze schon gefüllt ausgeliefert. Gefällt mir gut. Macht auf jeden Fall was her. Ein Feuerzeug in Goldbahnoptik. Sturmfeuerzeug kann man immer brauchen. So, und dann kommen wir, nachdem ja der Sticker nicht dabei ist, zum letzten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier ein Poster mit dabei. Das Poster. Uiuiui, jetzt klebt es hier etwas fest. Schauen wir mal, dass wir das hier aufbekommen, ohne es zu beschädigen. Ja, hat funktioniert. Das Poster sieht so aus. Wir lesen hier Ostgold. Dann haben wir hier wieder das Logo und darunter Gotsche Front. Im Hintergrund dann auch wieder der Totenkopf zu erkennen. Und das Ganze spielt sich natürlich wieder vor dieser weißen Ziegelmauer ab. Das Ganze ist einseitig bedruckt im Hochformat. Rückseite blank weiß. Jawohl, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Dann haben wir hier einmal diesen Schlüsselanhänger, diesen Flaschenöffner. Sowie das zweite Goldbarrenteil hier, und zwar das Sturmfeuerzeug. Das Echtheitszertifikat im Querformat. Das Fotobuch im Querformat. Sowie natürlich das Album an sich mit 15 Tracks plus Bonus-CD mit 6 Tracks, womit wir auf insgesamt 21 Tracks kommen. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Goldbarrenbox. Ostgold von Gotsche Front. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare, und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Gotsche Front unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.